Am heutigen Abend um 23.14 Uhr hat sich ein Brand auf dem Resthof ereignet. Wir fanden vor, ein Resthof in Vollbrand. Vor Ort Schwierigkeiten, dadurch, dass die Lagerhallen voll mit Stroh und Heu waren aus der letzten Ernte, war die Schwierigkeit da drin, das Feuer überhaupt runterzukühlen bzw. abzulöschen. Im angrenzenden Bereich haben wir das Kraftwerk. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für das Kraftwerk Brockdorf. Wir haben hier an einer Stelle Licht aufgebaut für die arbeitenden Kräfte. Wir haben aus den Kraftwerkskraben Wasser gezogen, über Wasserförderung über lange Wegstrecke. Und wir haben im hinteren Bereich auf dem Hof haben wir die Drehleiter von der Freiwilligen Feuerwehr Witz in Stellung gebracht. Heute Nacht rief mein Vater, ja, das Haus brennt, dachte ich, unser Haus. Und dann bin ich auch rausgekommen, hat das hier volle Kanne alles gebrannt. Da haben meine Schwester und ich auch schon traurig geworden, weil wir als kleine Kinder dort eingezogen sind. Ja, und damit unser Reet hier nicht anfackelt, weil das ja drüben, drüben war es auch ein Reetdach. Und das ging dann ziemlich schnell. Und deswegen musste unser Reetdach jetzt auch gerettet werden durch die Feuerwehr hier umliegend. Die waren auch echt super schnell hier. Vor Ort war die Schwierigkeit noch, dass mit der extremen Belastung vor Ort an die Einsatzkräfte durch die Temperaturen, die den ganzen Tag gewütet haben quasi und die hohe Luftfeuchtigkeit. Also wir haben einen verletzten oder kollabierten Feuerwehrkameraden, der wurde schnellstmöglich von den Rettungskräften oder von den Rettungssanitätern behandelt. Denen geht es auch soweit gut. In Mitleidenschaft gezogen wurden zwei Gebäudeteile auf dem Resthof. Im laufenden Einsatz wurden im hinteren Bereich auch noch zwei weitere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, die vollständig abgebrannt sind.